never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch. BMW i7, hier steht er. Ja, er steht hier immer noch und ich finde den immer noch richtig schön. Hier Begrüßung am Tagfahrlicht. Und der Wagen ist tatsächlich sehr, sehr lang, wirklich lang. i7, hier hinten dran steht es nochmal. Und das ist der xDrive 60. Leistung hat er in jedem Fall. Im ersten Teil sind wir das Thema Drive Recorder durchgegangen. Von Aufzeichnen, wie zeichne ich auf, welche Varianten, welche Kameras kann ich wie anwählen, was kann ich am Handy sehen und. Gerne mal reinschauen in das Video. Jetzt gehen wir raus aus dem Thema, haben wir alles gehabt. Jetzt gehen wir ins Parking-Menü. Neuen Fahrweg aufzeichnen. So. Jetzt sind wir hier, immer noch im i7 und wir gehen jetzt mal in das normale Parking-Menü. Parking-Menü, einmal draufdrücken kurz und dann sind wir an dem Punkt. Das heißt, wir können uns hier Kameras anzeigen und. Mir geht es aber darum, ich habe einen Rückfahrassistenten, den ich jetzt einfach mal ausnutze. Rückfahrassistent. 200 Meter fährt er mich rückwärts. Was muss ich jetzt machen? Rückwärtsgang einlegen. Das machen wir jetzt einfach. Ist drin, Umgebung beachten. Fahrpedale und Bremse selbst betätigen. Das heißt, langsam rollen lassen, bisschen Bremse, den Lenkwinkel und ähnliches übernimmt er absolut identisch. Ich muss absolut nichts machen. Ich lenke nicht. Hier ist meine Hand. Ich lenke nicht. Der Wagen macht das einfach. Bremse beachten, weil das ist das, was ich vorher gefahren bin. Und das macht er 200 Meter. Geiles Feature. Die Frage ist jetzt, wann nutzt du dieses Feature? Dieses Feature würde ich zum Beispiel nutzen, wenn ich irgendwo reingefahren bin und ich nicht weiß, boah, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus, weil ich nicht drehen kann. Bitte langsamer fahren, macht er jetzt auch die Meldung. Mensch, jetzt fahrt er gerade ein bisschen schnell. Umgebung bitte beachten. Das steht hier vorne auch immer dran. Umgebung bitte beachten. Bitte lenken, macht er komplett. Ich gehe nur vom Gas, ich gebe kein Gas, ich lasse den einfach nur rollen. Nur im Stand quasi. Lass ich den vor sich hin rollen. So, und das macht er jetzt noch 100. Ich habe gerade mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt vom Rückfahrassistenten. Unglaublich. Das macht er alles selbstständig. Jetzt ist die Frage, wann nutzt du das? Oh, ich sage euch ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel bei mir auf Arbeit aus dem Parkplatz rausfahre, dann nutze ich das quasi tagtäglich. So, jetzt machen wir das mal wieder. Beenden, legen wir einen Vorwärtsgang ein und ab geht's. Und die Rückfahrt ist beendet im ersten. Ha? Cooles Feature, finde ich. Rückfahrassistent starten. Jetzt lassen wir den guten Mann mal hinter uns vorbei, weil da ist jemand. So, also, Rückfahrassistent haben wir jetzt gerade schon mal ausprobiert. Jetzt machen wir noch mal eins. Jetzt gibt es nämlich noch eine andere Option hier. Und die ist jetzt, klar, jetzt zeigt mir natürlich einen mit einparken und. Das beenden wir jetzt mal einfach. Gehen doch noch mal in den Parking Assistant rein. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einen neuen Fahrweg aufzeichnen. So, das machen wir jetzt gleich mal. Wir fahren erstmal dafür ein Stück vor. Bin ich zu schnell unterwegs, dann macht er das nicht. Aber auch hier vorne im Instrumentenkombi zeigt er mir das noch permanent an mit Einparkassistent. Fahrstrecke aufzeichnen, zeichnen die Fahrstrecke auf und. Auch das nochmal, ganz wichtig. Also, wenn ich im Menü bin, da zeigt mir das die ganze Zeit an, weil ich in dem Parking-Menü bin. Parking-Menü ist aktiv, da zeigt mir die ganze Zeit an, was ich jetzt hier mache. Ich kann die ganze Zeit 200 Meter mich einfach zurückfahren lassen, ohne dass ich irgendwas mache. Ich muss bloß den Parking-Menü, der zeichnet diese Strecken quasi permanent auf. Ne? So, jetzt stehen wir hier und ich möchte jetzt eine Strecke aufzeichnen.
So, dafür fahre ich jetzt manuell ab. Ich sage jetzt, ich möchte hier vorfahren. Und ich möchte hier stehen bleiben. So, das möchte ich, dass der das ganz einfach macht. Das heißt, Aufzeichnung speichern. Ja, das möchte ich speichern. So. Und jetzt kann ich diese Strecke auch wieder abrufen. So, guck mal. Jetzt sind wir hier nämlich an dem Punkt, da stellen wir uns jetzt hier daneben wieder, wo wir gerade waren. Wir haben hier irgendwo gestanden, so in der Art und Weise, und sagen jetzt, Kamera nach vorn. Das ist eine Strecke von 32 Metern und der Wagen macht alles autark. Ich mache absolut nichts. Weil ich so langsam hier gefahren bin, macht er das natürlich auch nur im Schritttempo. 3 km/h. Es geht jetzt noch 16 Meter. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Hier habe ich nochmal stark gegengelenkt. Eins, Ende. Beendet, gesichert, P-Modus eingelegt und parken mit MyBMW-App. Und das machen wir jetzt auch mal. Was haltet ihr davon? So, wir machen jetzt hier erstmal Stopp. Gebt euer Feedback doch mal zum Thema Rückfahrassistent. Wann würdet ihr den nutzen? Nutzt ihr den schon aktiv? Wenn ja, in welchen Situationen? Aufgezeichnete Strecke, wer kannte es? Wer hat es vielleicht auch schon genutzt oder nutzt es aktiv? Lasst eure Meinung gerne da. Like das Video, abonniert den Kanal und dranbleiben. Teil 2 folgt. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack.